So, ich habe gleich einen Gast hier an der Theke. Der war schon mal hier vor ein paar Jahren, aber in einer ganz anderen Funktion. Max Suhr ist 24 Jahre alt und seit ungefähr einem halben Jahr Liebling der Boulevardmedien, denn er liebt angeblich die über 60-jährige Claudia Obert. Und eine solche ungewöhnliche Beziehung, die wird natürlich gerne zum Thema gemacht, egal ob bei Bild oder bei RTL oder wo auch immer. Alle hängen sich dran und vergangene Woche gab es sogar zur besten Sendezeit auf Vox eine ausführliche Reality-Doku über dieses Paar. Und nun freue ich mich, mit ihm zu sprechen, mit dem Max. Herzlich willkommen. Hi Holger, na? Na? Lang ist es her. Lang ist es her, genau. Du warst nämlich schon mal hier. Die Zuschauer erinnern sich vielleicht. Das ist so ungefähr 3 Jahre oder so her. Vor Corona muss es, 2019 ungefähr. 2019, genau. Und damals als Webdesigner von Yesflix. Mein Gott, ist das lange her. Du sahst doch noch völlig anders aus und warst ein sehr ruhiger Vertreter, möchte ich mal so sagen. Ja, richtig. Also bin ja nicht wirklich zu Wort gekommen. Ja, aber gut, die Beate war auch die hauptsächliche, die darüber Auskunft geben konnte damals. Ja, du hast richtig. Ja nur den Webdesign-Bereich damals abgedeckt, genau. Ja, und vor einem halben Jahr plötzlich sehe ich da irgendwas bei weiß nicht mehr, RTL.de oder irgendwas und denke, den kenne ich doch, das gibt's ja gar nicht, das ist ja Max. Habt ihr auch sofort geschrieben auf Instagram, was ist denn da los? Ja, was ist das? Also gut, wenn man eine Beziehung oder ein Tête-à-Tête mit einer älteren Dame hat, das ist ja Privatsache, das ist, wo die Liebe hinfällt. Aber warum muss das denn so öffentlich gemacht werden? Ja, das war eigentlich auch eher Zufall. Mhm. Klar, ich habe sie kennengelernt, ich wusste, wer es war. Die meisten wissen es oder wer es gelesen hat hier, das war ja quasi eine Olivia Jones, weil wir waren zufällig beide dort. Mhm. Ich dachte, okay, irgendwie muss ich die jetzt ansprechen. Ne? Warum musst du die ansprechen? Warum? Ich weiß ja nicht, ich wollte es halt jetzt herausfinden, ich kannte sie. Ja. Aber du findest sie auch wirklich attraktiv als 60-jährige Dame. Ja, klar, also guck dir andere 60-Jährige an. Das ist das nicht. Nee, also, was ich auf Twitter und anderswo gelesen habe, gibt es da eher Kopfschütteln bei vielen Leuten, die sagen, das spinnt doch, das meint er doch nicht ernst, der ist doch schwul. Was habe ich alles schon gelesen? Ich hab alles gelesen über dich. Ich doch auch. Ja, ne? Also ich finde es ja selbst spannend, was da teilweise hier für ein Hirnschiss bei denen rauskommt, wenn das quasi teilen müssen. Nee, aber dass sich das jetzt so entwickelt, war quasi halt nie klar. Ja. Und dann hat sich halt dahin entwickelt. Und irgendwann wurden wir halt abgelichtet. Vorm Rathaus war das, da war irgendwie eine Veranstaltung, ich glaube CDU, was auch immer. Ja. Claudia ist jetzt ja auch da Ehrenmitglied bei der CDU für die Junge Union. Ach was. Richtig. Auch noch. Auch auch noch. Und ja, richtig, wir waren davor und dann waren da irgendwie 2 Fotografen von der Bild. Ja. Ja, und die haben uns dann halt abgelichtet. Ah. Und so ist eins zum anderen gekommen. Die Obert und ihr neuer junger Lover. Mhm. Wer ist denn das? Genau. Erstmal wurde ja spekuliert, wer ist denn das? Kann ich mich noch erinnern. Ja, richtig. Da wurde dann dein Name noch gar nicht genannt zunächst und dann ging das so nach und nach. Ja, aber du kamst mir, wie gesagt, nie wie so ein Typ vor, der jetzt unbedingt in so eine Promi-Branche irgendwie will. Also macht dir das denn auch wirklich Spaß oder ist das für dich eher nervig? Nö, also bisher macht alles Spaß. Ja. Also es war jetzt von mir nie abgesehen. Also damals auch, als ich hier saß, dachte ich, oh Gott, Kameras. Ne? Ja, ja. Ja, aber irgendwann hier gewöhnt man sich dran. Also ich meine, ich wollte es halt ausprobieren, testen. Und klar, wenn man da halt irgendwie vor der Kamera ist, und macht das schon Spaß. Okay, ich habe jetzt auch die Folge gesehen, wo die Liebe hinfällt. Ja. Ich habe mich da ein bisschen, war das schon so ein Cringe-Moment, sich selbst dazu sehen. Ich glaube, für viele andere auch. Naja, es kamen ja auch so ein paar Aussagen von dir, ne? Nach dem Motto, ich habe einen Spiegel an der Decke hängen, um mich selber geil zu betrachten. Das ist doch nicht dein Ernst. Nee, natürlich nicht. Also das war quasi die Ironie. Aber ja, ich wollte gerade sagen. Man saß ja quasi 2,5 Stunden im Interview. Ja, ja. Und teilweise kriegt man ja Fragen gestellt und da kann man halt nicht ernsthaft darauf antworten. Und dann ist mir das irgendwie so ins Sinn gesprungen. Dann dachte ich, komm, hau ich das raus. Dachte, schneiden die sowieso nie rein. Ja. Tja, dann ist es da gelandet. Genau, ne? Sowas kommt natürlich. Genau. Und diese Szene da in dieser Bar, wo ihr euch da mit deinen Freunden getroffen habt und diese unangenehme Fremdschämstille da herrschte, ist das so zusammengeschnitten worden oder war das tatsächlich... Also die anfangs war es halt wirklich so. Mhm. Sind auch meine echten Freunde, die haben wir jetzt nicht extra gecastet. Na, immerhin. Gut, dass du das sagst. Richtig, ja. Ne? ja, anfangs war es halt wirklich so, da war diese peinliche Stunde. Eigentlich ging die halt relativ schnell weg, aber anscheinend war es halt fürs Fernsehen interessanter, da eine peinliche Stille quasi reinzuschneiden. Ja. Und dann saßen wir da halt quasi wie
die vier von der Tankstelle. Ja, ja, genau. Und wusste nicht, was sie tun sollen. Ja. Ja, also kann ich auch verstehen. Für Claudia ist das natürlich quasi mittlerweile Alltag, wenn da irgendwelche Kameras auf sie gerichtet sind. Aber jetzt für uns alle anderen vier war es natürlich ungewöhnlich, wenn da drei Kameras aus jedem Blickwinkel auf einen raufscheinen. Und dann soll man da jetzt irgendwas sagen und am besten noch witzig sein. Ja. Ja, genau. Ja, das kam halt ein bisschen später. Also hatten wir da quer jeder unseren Drink getrunken und dann ging das Gespräch auch los. Aber das wurde halt leider nicht reingeschnitten. Also wurde sehr viel nicht reingeschnitten. Ja, ja, gut. Das wird natürlich rausgenommen, ja. Klar. Ja, also du bist, haben wir ja schon gesagt, eigentlich Webdesigner, auch mit abgeschlossenem Studium. Mhm. Bringt dir das denn jetzt für den Job irgendwas? Also hast du da jetzt auch mehr Anfragen von Leuten? Oder was? Also außer, dass du jetzt ein bisschen Ruhm hast, sage ich mal, ein bisschen Promi-Status hast und vielleicht auch hier und da ein bisschen Gage bekommst von den Sendern für die Mitwirkung. Was bringt dir das denn sonst noch? Also auch langfristig vielleicht. Hast du da langfristige Ziele auch? Oder ist das einfach, nimmst du das einfach nur so mit jetzt, solange das irgendwie läuft und dann machst du was anderes? Oder? Ja, richtig. Ich nehme jetzt mit, solange es läuft. Mal gucken, wo die Reise hinführt. Ja. Bisher hat es jetzt nicht viel gebracht, doch außer jetzt für Claudia, da habe ich jetzt ja den Merchandise-Shop aufgebaut. Jetzt kommt noch eine weitere Website, wo sie quasi ihre Läden präsentiert und noch quasi will sie halt jetzt auch ihren kompletten Laden digitalisieren. Nach und nach. Dementsprechend bringt es was, aber jetzt von anderen habe ich jetzt noch nichts gehört. Liegt aber auch daran, Bezahlt sie dich denn auch oder machst du das als Partner in ihrer Welt? Ja, es ist ja quasi günstiger, wenn sie mich halt als Partner bezahlt, als stundenweise. So. Wenn die Seite fertig ist, kriegst du den Fußtritt wahrscheinlich. Richtig, ne? Nein, also ich werde, also für die Arbeit, klar, das ist halt eine Dienstleistung, werde ich bezahlt. Mhm. Aber jetzt als Partner aufzutreten, ich glaube, andere werden auch nicht bezahlt für eine Partnerschaft. Also. Nein, das meine ich nicht. Also. Ich meine jetzt speziell dieses Webdesign für ihre Seite. Und ich meine jetzt, wenn ihr gemeinschaftlich im Fernsehen seid, bekommt ihr sicherlich auch Honorare bezahlt. Ja, richtig. Da machen wir das 50-50. Ja, eben. Ja. Genau. Ach, 50-50. Oh, das ist halt immerhin fair. Ja, ne? Ja, genau. Ja, muss auch dazu sagen, Max hat ja auch unsere Seite gestaltet. Unser Logo ist von dir, unser aktuelles. Und unser Programmtrailer, das ist auch von dir geschnitten, den wir auch wieder erneuern müssten. Vielleicht, wenn du mal wieder Zeit hast. Also insofern, du hast ja auch noch Fußspuren bei uns hinterlassen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ja. Durchaus. Also ich finde es immer noch passt ganz gut. Wir könnten mal wieder irgendwann mal wieder ein Update vertragen, aber das läuft noch ganz gut. Das ist doch perfekt. Ja, ja, genau. Freut mich. Ja. Aber was ist denn für dich ein No-Go? Also wo es gibt ja zum Beispiel auch denn solche Formate wie so dieses Big Brother oder solche Sachen oder wo denn ja auch man auch rund um die Uhr gefilmt wird oder wo man vielleicht sogar denn es möglicherweise zu Intimitäten mit dem Partner kommt und die werden dann im Fernsehen gezeigt. Ist da für dich irgendwann eine Grenze, wo du sagst, das mache ich jetzt nicht mehr mit oder tut man für die Quote alles? Na, man ist ja eine Quotenschlampe, ne? Ja, eben. Nee, also so nicht. Also wenn es jetzt quasi alleine geht, Dschungelcamp würde ich nicht gehen. Ja. Das finde ich ein bisschen widerlich. Also ja, okay. Ich bin jetzt kein großer Freund von irgendwie Schweinearsch zu essen. das dürfen gerne andere machen. Na, vielleicht wird man bei einer 500.000 schwach, man weiß es nicht, aber ich glaube, die Gagen sind mittlerweile auch nicht mehr so gut. Also 500.000 glaube ich nicht. Also nee, ne? Man hört immer sowas von 100.000 oder so, dass sie einigen sowas bezahlen, aber. Du bist doch mit der Verena Kehrt gut bekannt, glaube ich, ne? Die war auch gerade im Interview. Ja, genau. Hat die dir nichts erzählt? Oder? Nee. Also ich weiß nur das, was Bild schreibt und richtig, was da jetzt steht. Wer schreibt? Die Bild. Ach, die Bild. Achso, die Bild. Also was da drin steht, muss man ja nicht immer glauben. Nee, aber kann man schon, ne? Ja, ja. Und nee, sonst halt, wenn es jetzt irgendwie so ein Format geht, weiß ich nicht, Sex vor der Kamera ist jetzt. Also ist ein extremes Beispiel. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber es gab es ja durchaus, das kam ja vor. Ja, kam schon vor. Also insofern. Also richtig, ist jetzt nicht so mein Fall, muss ich sagen. Nee, ja, gut. Aber vielleicht, wenn man so ein paar Tage da in dem Haus ist und man merkt die Kameras irgendwann vielleicht gar nicht mehr richtig, dann. Ich glaube, irgendwann
ich war nicht drin, ich weiß es nicht. Ne? Die Claudia Obert hat ja mal, dadurch ist sie eigentlich bekannt geworden, bei dem Promi Big Brother, glaube ich, mitgemacht, ne? War das nicht das? Und wurde sie ja nicht gut dargestellt oder hat sich auch selbst nicht gut verkauft. Sie wurde ja mehr oder minder gemobbt, hat man ja sogar gesagt. Promis in der Palme, meinst du, oder? Ach so, oder irgendwann. Ja. Wo auch Desi Rindick etc. dabei waren, oder? Ach, Promis unter Palmen war das, ja. Alles klar, gut. Mhm. Das weißt du besser als ich. also insofern, das kann ja auch so ein Format, das kann ja auch nach hinten losgehen irgendwann. Also sowohl was die öffentliche Wahrnehmung angeht, die können dich ja irgendwie zurechtschneiden in einer Art und Weise, wo du dich da gar nicht dagegen wehren kannst. Oder man ist selber auch ungeschickt irgendwie vor der Kamera. Gibt's da auch bist du so selbstbewusst, dass du sagst, das kann mir nicht passieren oder bist du da etwas vorsichtig? Es kann natürlich passieren, ne? Also jetzt schlussendlich hat man da keinen Einfluss drauf. Man hat es ja auch quasi gesehen, wie sie jetzt da die letzte Sendung zusammengeschnitten haben. Ja. Eigentlich war es ja harmlos. Ja. Im Großen und Ganzen kann man das sagen. Irgendwo, ne? aber man muss drauf aufpassen, ne? Was man quasi sagt. Ja, ja. Aber es ist jetzt einfacher gesagt, als wenn es jetzt wirklich quasi vor der Kamera passiert. Ja, ist klar. Und ich glaube, dann muss man halt drüberstehen. Also andere haben es ja auch überlebt. Und wir haben ja auch schon gesagt, es gab ja schon jede Menge giftige Kommentare in sozialen Medien. Mhm. Puffpuff hat sich in TV Total über dich lustig gemacht. Das bietet sich ja auch an. Ja, ja. Aber das lässt du an dir abprallen? Das macht dir nichts? Oder? Also, naja, ich habe es halt gesehen. Also ich habe es lange gebraucht, um das anzugucken. Ja. Weil ich dachte, ach du Scheiße, was würde er erzählen? Ja, ja. Dann musste ich mir quasi nochmal quasi mich selber vor der Kamera sehen. Ja. Was ich sehr ungewohnt finde. Dann dachte ich, ja, eigentlich war es schon irgendwie wieder witzig, ne? Ja, es war auch witzig, ja, richtig. Ja, klar, aber solange es einen selbst nicht betrifft, findet man es witzig, ja, aber. Ja, richtig, aber ja, ja, ich wusste davor, worauf ich mich einlasse. Ja. Ich habe ja davor schon diverse Kommentare gesehen, die auch teilweise unter die Gürtellinie gingen, wo ich Leute mir quasi schon den Tod angedroht haben. Echt? Ja. Uiuiui. Was soll man machen, ne? Warum denn? Was hast du denen getan? Ich bin quasi in einer Beziehung drin mit einer 60-Jährigen, der Person nicht gefiel. Ja. Und anscheinend ging das bei ihr quasi so auf die Nieren, dass sie mich gern hier hängen gesehen hätte. Ach du Schande. Ja, ging auch direkt zur Anzeige, ist natürlich nie was passiert. Aber da frage ich mich, was gibt es denn für Leute, was die für Probleme haben? Ja, denke ich mir auch so. Ne? Da fragt man sich häufig so Leute, die Freitagabend nichts Besseres zu tun haben, sich an eine Person anzugucken, die sie sowieso nicht mögen und dennoch zu kommentieren. Ja, ja. Aber passiert, ne? Ja, also grundsätzlich als Zuschauer darf man sowas natürlich nicht ernst nehmen, muss ich immer klar machen. Passt auf, Leute, was ihr euch da anguckt, da ist viel Fake, da ist viel Quatsch dabei. Vieles wird zurechtgeschnitten und so weiter. Ja, und die Leute lesen es halt auch. Und die Betroffenen, oder was halt die Betroffenen halt, die da im Fernsehen rumtouren. Und, ne? Ja, ich habe auch schon gelesen, Claudia Obert hat ja große Pläne. Sie möchte heiraten, sie will Kinder. Mhm. Mit über 60 finde ich auch interessant. Ja, richtig. Also Kinder ist jetzt nicht so mein Fall. da müssen wir noch diskutieren. Ja, das ist, glaube ich, auch rein biologisch etwas schwierig. Biologisch. Man kann ja höchstens Kinder adoptieren. Aber das ich weiß nicht, ob das... Nee, das ist ja quasi auch limitiert auf dem Alter. Ja, eben, also, das kann sein. Aber man hat ja auch in der Folge gesehen, mit 60 ist es quasi, kann man auch noch Drillinge kriegen. Ob man es möchte, ist eine andere Sache, aber ich glaube... Also, ja, nee, würde ich nicht sagen, aber gut. Nee. Richtig. Ja. Nee, aber aus meiner Sicht bin ich da auch jetzt nicht so begeistert von Kindern. Nee. Oder Kinder zu kriegen, da brauche ich noch ein paar Jahre. Brauchst noch ein paar Jahre. Richtig. Hast du auch noch Zeit. Ja, ne? Bis 24, ne? Ja. Eben. Ja, Max, wir werden das natürlich weiterhin mit Spannung verfolgen. Mein Mann kann kommt zunächst, Sat.1 demnächst, da kann man noch sprechen. Ja, richtig, das genau. Ist jetzt ein paar. Und da bin ich auch mal gespannt, was da noch alles so kommt. Ne? Es gibt ja noch so. Auch. Ja, hast doch nicht alle Formate durch. Ein paar hast du ja. Da muss man sich noch ein paar hier verkaufen, ne? Ja, ja. Genau. Und Vox ist auch schon weiter am Drehen mit euch irgendwie. In irgendeiner Form. Offensichtlich. Ja, also. Denn wenn wir das weiter verfolgen, ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Dankeschön. Und wenn das mal irgendwann zu Ende ist, kommst du noch mal vorbei, dann ziehen wir noch mal ein Fazit zusammen.
Richtig. Und dann kannst du auch wirklich die Wahrheit erzählen, wenn du da raus bist. Ne? Dann kannst du dir alles erzählen. Alles erzählen. Das kann ich doch jetzt schon. Ja? Ja, klar. Mist. Jetzt ist das Interview zu Ende. Schade. Ah. Also, alles Gute. Grüß Claudia Obert schön. Und, das mache ich. Und alle, die uns kennen. Perfekt. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.